Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 3, dem Remake. Ja, je länger ich jetzt hier gestanden habe und darüber nachgedacht habe, wir haben ja in der letzten Folge ganz viele schöne Granaten gefunden, also so Minengranaten. Und wir haben endlich den Granatwerfer bekommen. Das Einzige, was ich überhaupt nicht verstanden habe und immer noch nicht verstehe, ehrlich gesagt, dass wir die Granaten nicht wechseln können. Es sieht so aus, als ob der Granatwerfer diese normalen Granaten drin hat. Aber ich kann die weder kombinieren mit dem Granatwerfer, das geht nicht. Noch kann ich die ja bewegen, ja sowieso nicht. Wenn ich jetzt bewegen würde, könnte ich die jetzt nicht hier rein bestätigen? Nee, achso, ich wollte gerade sagen. Ja, also ihr seht, es funktioniert einfach nicht. Deswegen, ich habe keine Ahnung, warum der den nicht wechseln will. Ich hoffe nur ganz inständig, dass das jetzt nicht irgendwie ein Problem wird im Kampf, weil ich hätte nämlich schon gerne mal diese Minengranaten da reingetan. Aber die kann ich halt eben auch nicht reintun. Das ist das Problem. Ich kann die zwar noch untersuchen, Minengranaten, alles okay. Aber sobald ich die dann versuche zu kombinieren, kann ich es nicht machen. Und normalerweise würde der dann ja in den anderen Teilen zumindest die Granaten wechseln, die da drin sind. Das macht mir jetzt persönlich ziemlich Sorgen, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt auch nicht, was uns erwartet. Also da wir jetzt den Granatwerfer bekommen haben, gehe ich ganz, ganz, ganz stark davon aus, dass wir jetzt noch einen Bosskampf machen werden. Ich weiß aber halt nicht, ob er jetzt sofort kommt. Nee, das war die falsche Taste. Ah, Mann, erstmal gucken. So, eingesammelt hatten wir alles, okay. Ich bin am Überlegen, ob ich noch ein Kraut mitnehmen soll. Also zumindest eins, falls uns jetzt wirklich ein Boss überrascht. Haben wir? Nee, wir haben nur noch die roten. Okay, wir hätten aber noch zwei Sprengstoffe, die wir theoretisch rausnehmen könnten. Können wir die hier schon kombinieren? Ja. Okay, dann haben wir noch mal Brandgranaten. Wie viele können wir jetzt übereinander stapeln? Die 5 können wir auf jeden Fall stapeln. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Schießpulver haben wir, das normale Schießpulver. Nur wir haben kein besonderes mehr. Ne, nur noch das normale. Das würde sich jetzt, glaube ich, nicht lohnen, da jetzt nochmal ein neues Schießpulver zu machen. Und das Problem ist natürlich, wir haben so auch nur zwei Plätze frei, was jetzt natürlich ein bisschen blöd ist. Achso, die Granate wollte ich jetzt aber eigentlich nicht behalten. Ja gut, wir haben ja gespeichert, also können wir ja jetzt weitergehen. Ich habe nur ehrlich gesagt wirklich ein bisschen Schiss, dass jetzt der nächste Bosskampf kommt und wir haben zu wenig mitgenommen oder so. Okay. Da kann man auch nichts einsammeln. Ach, da liegen sie schon. Ich hoffe, da rechts neben mir ist jetzt nichts gekommen. Der ist tot. Ich hoffe, der ist tot. Glaubt, die ist auch tot? Ja, dem habe ich den Kopf weggepustet. Der sollte normalerweise auch tot sein. Ah, gucke mal da. Das ist ja cool. Ich habe eigentlich zuerst gedacht, wir könnten hier hochklettern. Achso, nee, einsammeln können wir hier ja nichts. Nicht, dass da noch irgendwas reingesprungen kommt oder so. Oh, oder so.
scheinbar tot, ja? Ja, man kann sich nie sicher sein bei euch. Sag ich doch. Okay. Wie sieht das hier aus? Können wir wahrscheinlich nur nach rechts weiter. Es leuchtet hier so. Man weiß es nicht. Ach, da hinten ist eine Leiter, okay. Oh oh. Er ist immer noch am Leben. Ich muss weg hier. Oh oh. ja. Den Granatwerfer hatte ich rechts. Okay, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Scheiße, und wir haben kein Heilkraut, kein gar nichts bekommen. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Da ist ein Heilkraut. Schnell einsacken. Aha. Hier ist auch nichts zum Draufballern oder so. Komm hier mit. Das ist sehr schön. Dann kombinieren wir das Ganze schon mal. Hier ist aber scheinbar noch irgendwas. Kann man dahinter? Nee, oder? Nee. Ah, was ist das denn? Uhrturmbroschüre. Uhrturm St. Michaels. Der Uhrturm St. Michaels ist ein Gebäude im Barockstil, das im Herzen von Raccoon City steht. Er ist zu einer geliebten Wahrzeichen geworden und gibt vielen Bürgern als Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche St. Michaels erbaute diesen Turm 1908 mit der Hilfe mehrerer Philanthropen. Es ist den Kindern gewidmet, die in der sich entwickelnden Stadt geboren wurden. Und das Erdgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. In einer Kirche, okay. Die Stadt sah weiteres Wachstum durch die rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die St. Michaels Grundschule schwoll auf über 600 Schüler an. Oh. Leider wurde die St. Michaels Grundschule 1978 geschlossen, da das Gebäude anfing, altersbedingte Schäden aufzuweisen. Die Uhr wurde gestoppt und es wurden strenge Zutrittsbeschränkungen für das Gebäude erlassen. Jahrelang war dies einst so geliebte Wahrzeichen und der Platz davor abgesperrt. Aber in den 1990ern arbeitete die Umbrella Corporation zusammen mit Bürgermeister Michael Warren daran, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollten angemessene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Uhrturm wurde 1993 offiziell wieder eröffnet und der Klang der schweren Glocken kann heute wieder in ganz Raccoon City gehört werden. Ja, an den Glockenturm erinnere ich mich leider nur zu gut. War das jetzt... Das war immer noch nicht... Ah, da ist noch was. Pistolenmunition, sehr schön. Das müsste aber jetzt alles sein. Okay, gut. Ja, die Brücke sieht irgendwie nicht so schön aus. Ich habe doch ein bisschen Panik. Obwohl, wenn er kommt, sollte ich vielleicht die Pistolen nehmen. Sonst schieße ich aus Versehen. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben ein volles Päckchen. Naja, etwas mehr als einmal nachladen noch zusätzlich. Und quasi zweimal nachladen aus der Schrot. Ja, und wir wissen ja nicht, ob wir die Granaten überhaupt benutzen können. Eieieiei. Okay. Oh fuck, ich hab's gewusst. Ach, der kommt unten. Der kann nicht mal schwimmen. Ja, sei nicht zu... Carlos, melde dich. Ja, was ist? Vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Oh, Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Oh, fuck. Zurück! Chill! Chill, was war das? Chill, sag was! Lauf! Lauf, bitte!
Scheiße, das sieht mir so nach Endkampf aus. Also nicht Endkampf, aber... Oh, fuck. Komm schon! Oh, das ist ein Heilkraut, das ist ein Heilkraut. Hat die jetzt die Brandgranaten mal reingemacht? Ich glaube ja, ne? Oh, die scheinen aber gut Schaden zu machen. Und der ist, glaube ich, immer ein bisschen gestunt, wenn er zu mir gelaufen kam. Also wenn er diesen Sprungangriff quasi gemacht hat. Geht das noch? Vielleicht ist das so die Zeit dazwischen, wo man mal sich umschauen kann. Ah. Ist er jetzt wieder unten? Nee. Ja, kombinier direkt. Nein, wir können sie noch nicht mitnehmen. Lauf, Jill! Das war jetzt schlecht getimt. Gucken wir jetzt nochmal eben, also wir haben jetzt eins frei. Oh, oh, oh. Oh, da ist noch was. Okay, das war das Falsche. Oh, fuck, fuck. Ich dachte gerade, der springt jetzt bei mir runter. Okay. Da ist er. Fall. Oh fuck, ja, das ist wirklich ein übler Fall. Oh, ich glaube, jetzt ist er sauer. Wieder hochgelaufen, okay. Also er scheint immer da. Ja, was kann ich denn? Ich kann ja auch keine Minenpatronen einlegen. Patronen. Ich will aber die Sachen mit einsammeln. Wieder außen, oder? Wenn ich das richtig sehe.
Okay, ich glaube, er läuft jetzt wieder oben rum. Mann, ich will endlich die Sachen einsammeln können. War hier nicht noch was? Doch. Ich habe doch irgendwo auch noch was kaputt gemacht. Da habe ich auch noch nicht alles genommen, oder? Scheiße. Kann man das nicht noch? Ja, besser als nichts, ne? Ich meine. Scheiße. Lauf, Jill. Lauf. Ich hab nicht aufgepasst. Ich geb's zu. Was war das denn? Ja, aber ich habe nun mal nur die normalen Patronen, Jill. Also die normalen Granaten. Die Minen würden uns jetzt wahrscheinlich gut weiterhelfen, aber ich kann die nicht reinmachen. Dein Ernst? Scheiße. Ist das dein Ernst jetzt, Jill? Boah, wie viel hält der bitte aus? Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt wieder zwei freie Plätze. Die Bewegung ist dazu schwer zu treffen. Ich weiß, Jill. Da kann ich aber nichts für. Ich werde ja in der Zeit normalerweise ein bisschen rumgucken, aber ich glaube, wir haben jetzt alles eingesammelt. So, könnte ich eigentlich? Nee, anscheinend nicht. Ne? Da ist doch was. Oh, oh. Habe ich jetzt immer noch nicht alles? Jill! Das war jetzt nicht so günstig! Okay. Habe ich jetzt wieder... Ich habe jetzt wieder die Feuergranaten, oder? Weil die sind irgendwie sehr, sehr effektiv, finde ich. Brandgranaten, genau, die meine ich. Oh, ist wieder nach oben gelaufen. Scheiße. Ja, das frage ich mich jetzt aber auch. Weil wir haben nämlich jetzt mittlerweile alle Granaten weg. Hä? Auch die Minengranaten? Ach du Scheiße. Okay. Ja, er kann wirklich verdammt viel einstecken. Scheiße, das war nicht so günstig. Okay, ich habe keine Granaten mehr. Okay. Oh, leck mich, ehrlich. Verrecke! Ich habe doch gar keine Granaten mehr, Jill. Oh. Carlos, bist du noch da? Ach, komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Verdammt nochmal. Aber wir konnten hier noch was einsammeln. Guck
gucken, ob wir hier noch was finden. Ach, das ist ein Hotdog. Okay, den können wir wahrscheinlich eher nicht einsammeln. Ja. Wenn, dann bin ich da jetzt irgendwie... Oh, Moment. Minengranaten. Jetzt haben wir es auch. Okay, perfekt. Oh oh. Jetzt kriegen wir die Minengranaten. War ja klar. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Mir geht's nicht so gut, habe ich gerade freigeschaltet, ja. Jill! Sag doch was. Verdammt. Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Bart sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Superkopf. Das wird schon. Ja, das Gift ist ja nach einem halben Tag auch noch nicht so lange in ihrem Körper drin. Wenn man bedenkt, dass die anderen sich direkt verwandeln, mehr oder weniger. Ich hole dir diesen Impfstoff. Du wirst schon wieder... Tada! Nach dem Impfstoff suchen. Ah, schön. Wir sind direkt in einen Speicherraum gelandet. Das ist sehr schön. Dann können wir direkt mal alles einsammeln. Und gleich auch mal speichern. Was haben wir eigentlich mit ihm? Wir haben noch ein rotes Kraut dabei. Das verstauen wir auch direkt mal. Es sei denn, wir haben irgendwo noch ein grünes. Ach so, das ist alles, was wir haben. Oh Gott, viel ist das ja jetzt nicht gerade. Ja gut, das ist die Schreibmaschine. Ja, Jill, röchel nicht so. Das verdirbt hier gerade irgendwie den ganzen Augenblick. Ja, anscheinend. Nö, anscheinend haben wir alles. Das ist hier. Ach so, das ist bestimmt, wenn wir dann den Impfstoff abgeben müssen. Okay, also wir haben einmal Heilung dabei. Wir haben ja fast Maximum für zweimal Sturmgewehr. Da waren wir auf jeden Fall ziemlich gut. Ich würde sagen, dann speichern wir jetzt hier erstmal ab. Kann man ja eigentlich... Ja, man kann weiter darunter speichern. Okay. Ja, perfekt. Also, wir haben in unserer ganzen Männlichkeit natürlich Jill nach einem nicht ganz halben Tag gefunden. Hat ja auch nicht lange gedauert, um ausfindig zu machen, wo sie ist. Und wir haben sie dann heldenreich hier ins Krankenhaus gebracht, was vermutlich ebenfalls komplett virenverseucht ist. Aber das werden wir uns dann in der nächsten Folge ansehen. Aber ich muss schon sagen, also ich fand den Bosskampf jetzt gerade nicht schlecht mit Nemesis, weil man halt sehr, sehr gut ausweichen konnte. Bis auf das eine Mal, da hat er mich wirklich kalt erwischt, da habe ich aber nicht aufgepasst. Aber ganz ehrlich, ey, was hat das Viech gefressen? Ich will gar nicht wissen, wie viel der Endgegner dann noch reingedrückt bekommt. Wir haben ja jetzt gar keine Granaten mehr. Wir haben ja jetzt alle, die wir hatten,
außer die Minengranaten, die wir am Ende noch bekommen haben, haben wir jetzt alle schon verballert. Nur an diesen Bosskampf. Das war jetzt schon etwas krass. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.